So, jetzt ist Leon auch mal in Aktion hier. Leon muss das jetzt alles auf dem Teppich erstmal machen, weil... Hallöchen. Hallo. Und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Diesmal ein Hamster-Special. Wir haben nämlich heute einiges auf dem Programm. Die Käfige müssen gereinigt werden von den Hamstern. Das ist ein bisschen was, ne? Also wir haben ja nicht den einen Hamster, wir haben ja zwei. Und deswegen machen wir beide Käfige heute. Gucken wir mal, wie weit wir kommen, und ihr könnt zuschauen. Viel Spaß in diesem Video. Das Gehege, da unten steht es, haben wir schon ausgebreitet. Und wir müssen gleich hier mal aufmachen. Noch sieht es so aus. Das kennt ihr ja schon. Eine neue Trinkflasche, also das ist Leons Trinkflasche. Leons Hamster gehört ihm natürlich. Der hat eine neue gekriegt, weil die alte ausgelaufen ist. Wo ist er denn? Er kommt eigentlich immer, wenn man am Käfig ist. Normalerweise, wenn man aufmacht, kommt er immer direkt angelaufen. Da ist er so ein bisschen anders als der von Luisa. Norbert, da ist er. Ihr seht, es rührt sich was. Es ist Hausputz bei dir, Norbert. Ja. Norbert, komm. Komm her. Norbert. Komm, ist Hausputz. Wir müssen sauber machen, ein bisschen Haus. Norbert. Hausbert. Norbert! Ach, da bist du ja schon. Ja, fein, Norbert. Oh, jetzt ist mir die eine Made kaputt gegangen. Ja, Norbert, wir machen jetzt erstmal, wir fangen mit deinem Käfig an. Also, wir müssen jetzt erstmal alles ausräumen, und hier an den Seiten kann man das nämlich so rausnehmen. Das werde ich einmal machen. Saugen müssen wir anschließen wahrscheinlich. Oh je. Was ich jetzt aber erst mache, ist, ich nehme mal diese Leiter hier raus. So. Das ist ja bei meinem Käfig nicht so. Nee, dein Käfig ist anders. So, das stelle ich jetzt erstmal gerade cool hier ab. Also, okay. Das kann man halt, wenn wir uns hoch. Da kann Nobby dann auch noch rein. Also jetzt könnte er noch rein. Ja, so, und das hier müssen wir alles mal rausnehmen. Wow. Hier sieht man richtig, da hat er ein bisschen was gebunkert. Oh, das, ja. Werden wir mal gerade an der Seite nehmen. Das ist auch schon reichlich das hier viel. Seite. So, das nehme ich auch raus. Das hier auch. Hier ist die Mülltüte. Machen wir mal alles rein hier, ne, Leon? Darf ich helfen? Komm, stell dich mal am besten hier hin. Auf das Stuhl. Wir müssen aber auch aufpassen. Zwischendurch müssen wir immer ein bisschen auf Norbert achten. Das denn? Weil Norbert, ja, Norbert klettert sehr gerne. Und das dann auch. Oh ja. Das auch. Da kann dann neue. Wird alles frisch gemacht bei Norbert. Und bei meinem Fixie auch. Der Unterschied zwischen dem Hamster von Leon und dem Hamster von Lulu. Leons Hamster, sobald man das Zimmer betritt, das ist wirklich phänomenal. Oh mein Gott, das ist. Da braucht man gar nicht irgendwie an den Käfig oder so gehen. Es ist einfach so, wenn man das Zimmer betritt und der hört das, dann kommt er direkt an die Hamstertür gelaufen, also an die Käfigtür. An die Käfigtür, und dann guckt er sofort, was los ist. Was ist das? Das ist auch, gehört auch zu dem Streu. Ja, und bei Lulus Hamster ist es ganz anders. Der lässt sich wirklich spät abends erst blicken. Mhm. Und da kann man ruhig laute Musik oder so im Zimmer hören. Da tut sich nichts. Also, so unterschiedlich sind die Hamster. So sieht das Ganze jetzt schon aus. Ich mache das jetzt hier alles zu einem Haufen. Du hast doch so ein kleines Kehrblech drüben, Lulu. Mit Handfeger. Oh, hier ist Spider Norbert, ist schon wieder zu Gange in der Zeit. Oh, hallo Spider Norbert. Norbert, bist du neugierig, was wir hier so machen? Da, und wieder runter. So, genau, Lulu hat so ein kleines Mini-Kehrblech. Damit geht's doch super. Ja. Das muss nämlich richtig schön gereinigt werden, wie man sieht. Genau. Norbert, ne? Einen schönen Hausputz kriegst du. Neuer Sand. Boah, der ist noch ganz voll, so ein Beutel dann, ne? Kommt natürlich in eine Biotonne, ne? Nicht, dass irgendjemand glaubt. Nein, kommt im Biomüll. Der will flüchten! Der will flüchten! Norbert! Hallo, flüchte doch nicht! Oh.
Oh, Leon ist schon vollgepackt. Sehr Leon, gut. Dein Hamster will flüchten. Ja. Der freut sich richtig. Wie lange habe ich den Bobby jetzt eigentlich drin? Eine Weile hast du ihn jetzt schon. Genau, fliegst du das mal. Es ist am praktischsten, glaube ich, wenn es hier drüber hältst. Und das dann direkt reinfegst. Und hier vielleicht auch einmal so drumrum. Kann jemand hier halten? Leon hält mal die Plastiktüte auf. Wir machen jetzt mal so eine richtig kleine Roomtour. Finde ich richtig süß, dass hier so ein kleines Hamsterrad ist. Sowas. Oh, das Hamsterrad hast du ja auch. Ja, so wieder aus. Finde ich aber richtig cool. Das sieht richtig süß aus. Mit dem kleinen Hamsterrad. Das können wir auch gleich rausnehmen. Ich saug das so. Gleich weg. Ich mach das runter. Ne, Leon? Oh, ich krieg das hier gerade nicht raus. So, doch, das Hamsterrad ist schon mal drauf. Dann machen wir jetzt hier. So, jetzt ist Leon auch mal in Aktion hier. Leon muss das jetzt alles auf dem Teppich erstmal machen, weil man kommt ja, ihr seht ja, Leon hat nur hier eine Tür und an der Seite eine Tür. Und das hier an den Seiten, das kann man irgendwie nicht abmachen. Deswegen brechen wir uns hier gerade irgendwie einen ab. Ich habe auf jeden Fall den Staubsauger schon mal geholt. Ich werde das anschließend alles wegsaugen. Aber so weit, also wir können gleich mit dem Befüllen wieder starten. Herrlich. Die Kinder beim Hausputzen. Mensch Norbert, da guckt man einen Moment nicht hin, ne? Der kleine Klettermaxe. Dann wird das schon wieder abhauen. Genau. So, die Lage wird immer höher. Und Leon verteilt jetzt dieses Chipsy, heißt es. Das ist doch anders, als wir gedacht haben. Wir hatten nämlich vorher diese Streifen und jetzt sind das so Flocken, ne? Mhm. Ja. So sehen die nämlich aus. Leon, guckt euch das an. Das muss ich mal gerade festhalten. Dieser Norbert, ne? Norbert, was machst du denn da? So, willst du mal gucken, was die anderen, was wir so machen, ne? Hm. Und immer so reinsetzen, ne? Kannst du es ja mal testen, ne? Ja, Norbert, wie läuft es sich so? Jetzt denkt er auch, wo ist denn mein Häuschen? Wo ist denn dies, wo ist denn das? Ja, Norbert, oh, pass auf, ist ja Glas, kommt da nicht raus. So, wir machen jetzt mal gerade den Rest und dann zeigen wir es euch. So, sieht dann nämlich das Ganze aus. Jetzt ist es nämlich fertig. Wow, das sieht richtig schön aus. Haus ist wieder an derselben Stelle. Und hier auch. Und das hier, guckt euch das mal an. Also, ich habe einiges zu saugen, weil... Er ist drüber. Er ist drüber, hier, der haut auch ständig ab. Der kleine Norbert, da hatten wir echt unser Tun. Ach, guck mal, da. Papa ist auch da. Guck, es ist nicht ganz ohne, hier so einen Käfig zu reinigen. Wir müssen jetzt einiges sauber machen. Der Norbert ist gerade hier rübergekommen. Ja, und Norbert büxt immer aus. Das ist auch noch so ein Punkt. Bobby, was machst du denn, Junge? Soll Papa derjenige sein, der ihn in sein frisches Zuhause reinsetzt, ja. Leon? Hm. Willst du mal kiepen? Und dann lauf, Norbert! Lauf! Das ist aber fein hier. Und das gefällt mir aber. Ja, aber das ist an einer anderen Stelle. Das ist aber so schön jetzt hier. Was ist er? Vorher hat es ja gestunken. Ach, da ist er. Da ist er. Ah. Hallo Norbert. Ja, der hat sich jetzt das Versteck, was er gebaut hat, ist ja jetzt weg. Ja, das macht er sich neu. Ja, hi. Oh, der findet es toll. Ja, muss erst mal gucken, ne? Ihm gefällt es. Ihm gefällt es und wir haben da... Ja, Norbert. Wir haben das alles schön fein für dich gemacht, das ne? Das fühlt er sich jetzt gleich da. Genau, der hat jetzt einmal eine komplette Runde gedreht. Also man merkt, er checkt erstmal die Lage. Ja. Guckt, ne? Ob auch alles noch da ist und riecht, wie frisch das alles ist, ne? Aber wir haben noch was zu tun. Sind ja noch nicht fertig. Wir müssen hier
ins Nebenzimmer auch noch gehen. Und dann sind wir irgendwann noch nicht fertig. Also das Ganze hat jetzt circa, wie lange haben wir gebraucht? Eine halbe Stunde, oder? Halbe, dreiviertel Stunde ungefähr. Jetzt kommt der nächste dran. Aber der hat nicht so viele Etagen. Von daher denke ich, dass das ein bisschen einfacher wird. Mhm. Jetzt ist er dran, der kleine Fratz, ne? Ja, Lulu hat ihn schon rausgeholt. Moin, Pips. Ich habe auch schon ein bisschen... Genau, die Sachen raus. ...vorgearbeitet. Das ist Lulus Käfig, wer sich nicht mehr dran erinnert. Und ich finde das jetzt richtig schade, weil der hat sich da so süße Sachen gebaut. Ich finde das jetzt... Das muss aber schade. Mal gereinigt werden. Dann nehmen wir das, machen wir da wieder rein. Jo, da. Lulu hat nämlich noch ein paar andere, ich sage jetzt, ich wollte gerade Zutaten sagen. Hier, hier hat ja noch diesen Buddelturm. Wobei wir sagen müssen, der Buddelturm hat sich für uns nicht gelohnt, oder? Also eigentlich, das können wir uns sparen, weil der geht da gar nicht rein. Ja. So, jetzt wird erstmal, willst du aufhalten? Ich kann aufhalten, ja. Wie geht das irgendwie schneller? Ich weiß auch nicht warum, aber vielleicht kann das sein, dass ich nicht zwei Etagen habe. Genau, Lulu hat schon unten die Lage wieder fertig gemacht. Mhm. So, dann habe ich da vorne, ach so, das Stroh müsste noch bei Leon stehen. Ja. Dann kannst du erst mal erklären, was wir alles so benutzen dafür. Und ja, du, im Grunde ist es dasselbe, was wir bei Leon benutzen. Wir benutzen das hier. Hier, Carefresh oder wie das hieß. Und dann benutzen wir ja hier dieses Kleintierstreu. Und das haben wir so geschichtet. Und bringt sie auch wieder die Bananenchips. Die brauchen wir doch gar nicht für den Käfig. Nee. Nee. So, dann das ist das Wiesenheu. Und dann, ja, das war's. Also mach erstmal ein bisschen Heu rein. Die Basis. Super. Diesmal sind wir auf jeden Fall ein bisschen höher gegangen. Also, so. Als erstes kommt immer der Buddelturm. Yep. Okay. Und das ist wirklich höher. Guck. Fick das nochmal, warte mal. Fick das noch auch nochmal richtig. Ja, dann ist alles ordentlich, ne? Die Leiter. Das sind noch auch immer so ein bisschen so. Weil da wird das gleich noch ankommen. Jetzt kommt das hier. Was ist das, was du da jetzt hast? Hier das. Und das eine ist Rolle? Rolle, wo er durchkommt. Okay. Hier das. Eine Knabberstange, okay. Die macht er auch immer so. Das stelle ich dann immer rauf, damit er das nicht wegziehen kann. Ja. Das ist seine Toilette, ne? Die du da jetzt hast. Ja. Super. Und das ist sein Sandbad. Mhm. Da kann aber noch was rein, oder? Ach nee, nee, ist gut so. Das noch. Super. So, dann haben wir schon mal diese. Der kommt jetzt hier so schön hin. Stimmt, hier. Haus drauf. Und dann. Und diese Ecke ist schon mal wieder breit. Genau. Jetzt kommt jetzt das gewohnte Sandbad hin. Und da habe ich immer so eine süße Blätter für. Mhm. Ja, das da drüber, so war das. Mhm. Dann das Hamsterrad. Das war hier immer, ne? Ich glaube, ich mache das mit anders. Das Sandbad, du hattest aber auch diese Brücke da vorne. Kann er jetzt hier noch rüber? Das stand ein bisschen dichter. Ah ja, dann kann er da noch rüber, ne? Mhm. Na, das wird auch gut. Löwenzahn, das lege ich hier vor. So. Kann ein bisschen futtern. Also, ihr seht, es ist wieder super ordentlich. Da fühlt er sich auf jeden Fall wieder wohl. Ach, guck mal, da hat die Lulu sogar hier was Frisches reingemacht. Das ist ja interessant. Mache ich dann den Rest von da. Jetzt hat sie Wasser geholt. Perfekt, hier ist noch eine kleine Knusperstange. Können wir jetzt auflegen. So. Jetzt wird hier noch alles so schön geputzt. So,
Und wo ist das kleine Mäuschen? Also ihr merkt, den Norbert, den habe ich vorhin öfter gezeigt, ne? Und der Fips, der ist jetzt gar nicht so ein Klettermaxe. Der hat sich direkt im Handtuch verkrochen. Da ist er. So, ich habe hier noch einen Bananenchip. Den lege ich ihm hier einmal drauf. Da ist er, der Kleine. Hi. So, dann guck du auch mal, dass sie, ne, schön reine machen haben wir gemacht. Ja, was ist denn da los? Oh, warte, wenn ich selber schon wieder treffe. Erstmal alles beschnuppern, ne? Mhm. Ach, guck, aber er geht direkt wieder. Der schläft nämlich im Moment immer hier drunter. Oh ja, er geht rein. Er geht wieder in sein altes Zuhause. Ja, siehst du, er schläft, er hat am Anfang immer im Haus geschlafen. Ja. Und jetzt, dann kam er hier rein. Dann wollte er immer nur unter dem Buddelturm. Dann hat er unter dem Hamsterrad. Dann hat er mal da gelegen. Mhm. Und seine neue Stelle ist da jetzt. Ist da unter. Ist ja auch nicht schlimm. Mhm. So, er hat jetzt alles. Er hat Futter, er hat ein bisschen Löwenzahn, er hat einen Bananenchip. Er hat, ja, frisches Wasser. Und er schläft jetzt. So, und wir werden hier noch einmal saugen. Ja, so. Und all das, was bei Leon viel länger gedauert hat, lag einfach nur an den vielen Etagen, die Leon hat. Was aber auch völlig okay ist. Hier ging es jetzt ein bisschen schneller bei Lulu. Ne? Mhm. Also, für heute sind wir durch mit Hausputz. Ich muss jetzt noch saugen. Und ja, wir hoffen, unser kleines Hamster-Special hat euch gefallen. Unser Reine machen, wie wir so zeigen, wie wir die beiden Käfige sauber machen. Seid auf jeden Fall beim nächsten Video wieder dabei und wir würden uns freuen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüssi. Bis zum nächsten Video.